Biathlon, die beliebteste Sportart der Welt. Doch Biathlon ist mehr als das. Ich bin ein Biathlet. Seit Jahrtausenden hat Biathlon die Kulturgeschichte der Menschheit geprägt. Von der Höhlenmalerei bis in die Gegenwart. Biathlon war für Künstler schon immer die größte Inspiration überhaupt. Denken Sie nur an Edvard Munchs Meisterwerk Ach du Scheiße, 5 Strafrunden. Und was wäre die Rockmusik ohne Biathlon? Biathlon Champions, my friend. Sie schießen Scheiben till the end. Bam, bam, bam. Absoluter Klassiker. Hey, das kann ich auf der Blockflöte. Ja, Kino und Fernsehen sind ohne Biathlon gar nicht mehr vorstellbar. Denken Sie an so Klassiker wie King Biathlon Kong oder jetzt so diesen Meilenstein des Horrorgenres, Zombie-Biathlon, The RuPauling Dead. Auch Politiker, die volksnah wirken wollen, versuchen sich im Biathlon und lassen sich von Profis wie Arndt Peiffer trainieren. Jawohl, Angie, das sieht gut aus. Schön auf die Technik achten und jetzt hinten raus. Da musst du richtig zur Sau werden. Gegen dich selbst. Komm, auf geht's. Jedes Wochenende Millionen Fans in den Biathlon-Stadien der Republik, Milliarden an den Bildschirmen. Von solchen Zahlen können kleine Randsportarten wie Fußball natürlich nur träumen. Wir erfüllen einem Nachwuchsfußballer seinen großen Traum. Im Berliner Hotel Biathlon darf der kleine Cristiano sein Idol-Superstar Erik Lesser treffen. Unglaublich, du triffst 17 Mal in 40 Minuten und ich treffe beim Fußball in 90 Minuten gerade einmal oder zweimal. Augen auf bei der Berufswahl. Doch der kleine Fußballverband FIFA will Fußball bald so spannend machen wie Biathlon, zum Beispiel mit einer 5-Tore-Regel. Außerdem soll beim Elfmeterschießen ab sofort gelten, nicht nur 5 stehend, sondern auch 5 liegend. Besonders dem HSV, der ohnehin fast durchgehend am Boden liegt, kommt das sehr entgegen. Ja! König Biathlon, ein Sport regiert die Welt.